Das sind nicht die Posaunen von Jericho. Das ist der Porsche Carrera GT. 612 PS, von 0 auf 200 in 9,9 Sekunden, Topspeed 330 und ein Sound, den man nicht beschreiben kann. Man muss ihn einfach hören. So zickig wie viele behaupten, ist der Carrera GT überhaupt nicht. Das Auto ist lampfromm. Man kriegt einfach ganz viel Information vom Auto. Das Auto redet mit einem schön. Und deswegen kann man mit dem Auto sehr, sehr schön zügig fahren und auch ein bisschen mehr als zügig. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es außer Kontrolle gerät. Knapp 1,4 Tonnen wiegt die Zuffenhausener Carbonflunder. Das ergibt ein Leistungsgewicht von 2,3 Kilo pro PS. Rauchzeichen gibt es trotzdem nur auf ausdrücklichen Wunsch. Also der Carrera GT hat nur eine Traktionskontrolle, die man hier ausschalten kann. Die ist unheimlich, die regelt sehr schön feinfühlig. Aber am schönsten ist es eigentlich, wenn sie aus ist, weil man dann so schön quer um die Kurve fahren kann. Wenn der V10 Mittelmotor bei 8000 Umdrehungen unter lautem Geschrei seine 612 PS an die Hinterachse schickt, haben selbst die gewaltigen 335er 20 Zoll Sportpneus ihre liebe Mühe, die brachiale Kraft auf den Asphalt zu bringen. Tim Schrick dennoch schwer beeindruckt. Was auch noch mir sehr stark auffällt, dass das Auto unheimlich gut mit den Reifen harmoniert. Also da scheint Porsche zusammen mit Michelin unheimlich gute Zusammenarbeit geleistet zu haben, weil das einfach in sich stimmig ist, das Ganze. Und das ist selten. Der Porsche Carrera GT ist in gewisser Weise vergleichbar mit einem 550 Spyder. Beide sind oder waren die kompromisslosesten Sportgeräte, die man zu ihrer Zeit erwerben konnte. Leichtbau, realisiert durch einen geschweißten Flachrahmen mit Aluminium damals und Kohlefaser heute, steht dabei im Vordergrund. Und sie sind für Normalsterbliche unbezahlbare Ikonen. 452.400 Euro verlangt Porsche für seinen zweisitzigen Überflieger Carrera GT. Ein gut erhaltener 550 Spyder wird sogar mit 700.000 Euro beziffert. Utopische Herrlichkeit. Ein Rennmotor wie aus dem Bilderbuch. Das Ölreservoir des 5,7 Liter Zehnzylinders sitzt über dem Getriebe, die Zylinderköpfe knapp oberhalb der Radmitte und die Kurbelwellenachse befindet sich nur 10 cm über dem Boden. Kompromissloser geht es nicht. Weiterer Vorteil: extrem niedriger Schwerpunkt. Der Motor des Carrera GT ist vor der Hinterachse montiert. Ein Mittelmotor also, dem oft unberechenbares und giftiges Eigenleben nachgesagt wird. Ein Umstand, der sich im Carrera GT wohl nicht pauschalisieren lässt. Und von wegen Mittelmotor zickig stimmt auch nicht, weil du lenkst ein, bist vom Gas weg und dann kommt jetzt das Heck. Da kann man wunderbar drauf reagieren. Und jetzt verstehe ich auch Walter Röhrl, der öfter sagt, man darf nicht zu viel lenken. Und das kann man mit dem Auto wunderschön umsetzen. Und mir scheint, als ob die Seele von Walter Röhrl in diesem Auto zu finden ist. Der Carrera GT ist nicht nur ein leistungsstarker Zweisitzer aus Verbundwerkstoffen. Es ist die Kombination aus Fahrdynamik, Sound und brachialer Beschleunigung. Dieses Auto lässt uns wieder zu kleinen, lachenden Kindern werden. Für mich auf jeden Fall der beste Supersportler, den es gibt. Die anderen können sich an ihm messen.
bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Woher bekommt man jetzt 452.000 Euro?